So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute weiter. Wir wollen Whitechapel erobern. Uns fehlen noch zwei Ziele, die wir haben. In der letzten Folge haben wir da den Typen da mit seinem Kopfgeld geholt, haben wir abgeliefert. Und den anderen Heini, der eigentlich mit dem Dynamit getötet werden sollte, haben wir auch ohne Probleme geholt. So, ja, ich murk sie immer so ab, wenn es geht. Ich gebe zwar mehr Kohle, mehr EP, wenn es per Ziel ist, aber Hauptsache, sie sind erledigt. Na gut, gucken wir mal, dass wir jetzt doch die letzten zwei Ziele machen. Und dann haben wir das Ding auch mit Whitechapel durch. Dann gehört nämlich das Viertel den Rooks, also uns. So, da sind wir wieder. Okay, ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten in der letzten Folge. Genquartier Spitalfields. Okay, das könnte man noch machen. Den K-Dog, den holen wir uns noch. Und dann haben wir noch jeder Straßenkinder, dann machen wir es durch. So, okay. Genau, wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist mal gut. Fähigkeitspunkte sind immer gut. Ja, dann nehmen wir das mit. Genau, das Kombi-Ziel bis vor und noch vorher zu am 1 holen wir uns. Dann haben wir die hier fast auch durch da oben. So, nächste Aufgabe ist jetzt, wie gesagt, lass jetzt erstmal die Leute da so ein bisschen in Ruhe. Wir gehen jetzt rüber zum nächsten Ziel. Ja, über das Assassin's Creed so nebenbei kommen. Upsi. Stopp, Sir! Das habe ich gesehen! Nö, hast du nicht! Gut, das war dein Fehler. So, wie gesagt, unser nächstes Ziel soll eigentlich heute das. Ich gehe, glaube ich, das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich gehe oben bis Dach. So. Ich darf natürlich nur kein Zug kommen. Ich lasse den jetzt auch mal ein bisschen in Ruhe. Ich gehe jetzt oben wieder übers Dach, um nicht unbedingt in der Masse da runter zu gehen. Da ist das Ziel. Na gut, der Assassine kann natürlich auch ohne Probleme hier überall durchgehen. Ja! Perfekt, wunderbar.
Ja, ich wollte nur mal anmerken, an Assassin's Creed läuft noch nicht täglich, also außer Dienstags und Sonntags eigentlich jeden Tag. Weil genau in diesen Zeitraum meine Streams fallen und da will ich nicht unbedingt noch ein Let's Play mit reinhauen. Und ich habe auch schon genug gute Projekte, deswegen passt es so erstmal. Deswegen ist auch gestern halt ausgefallen. Und morgen auch wieder. Also Mittwoch geht's dann erst weiter. Wir machen heute hier das Ding hier hoffentlich durch. Ich weiß es noch nicht. Aber es sollte kriegen komplett. Ich versuche es natürlich. So. Wir haben ja das Ziel da hinten. 120 Meter. Die Frage ist, ob wir den einfach nur töten müssen. Weil wenn wir den einfach nur töten müssen, kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, wir haben sonst hier noch zwei Ziele. Und dann haben wir Whitechapel auch. Roter Dach und Fach. Das fällt auch nicht auf, dass hier irgendwie eine mal rüberhaft hier sind, ne? Ich hänge mich mal wieder hier. Geh mal wieder runter, weil ich muss ja über die Straße jetzt. Ich mache jetzt erstmal gerade den noch kalt, noch schnell den Jungen. So. So, erledigt. Gut, die sind. So, bleibt aus dem Territorium. So, es geht jetzt darum, nur die den Grünen hat oder die beiden Grünzonen. Das muss einer der Klinker sein. Ein guter Anfang. Ach, Scheiße. Jeder mal tot, auf jeden Fall schon mal. Jeder mal erledigt. Keine Sorge, ich habe dich ja. Hab leider nicht alle ganz genau freigeschaltet. Warte mal.
Jetzt hatte ich gerade irgendwas runtergedroppt. Nein, von 12, ja. Bitte alle mal mit komplett. Ist alle? Ne, hier ist noch einer. Es sind jetzt noch drei, ne? Das muss einer der Klinkers sein. Ein guter Anfang. Gute Nacht. So, den haben wir erledigt, den haben wir erledigt. So, jetzt fehlt nur noch der komische Boss da, ne? Den hole ich mir noch, den letzten, dann habe ich dann auch das Ding durch. So, warte mal, der läuft doch hier irgendwo. Ja gut, das ist der letzte Keks. Du. Hab dich. Und damit erledigt. Gangquartier abgeschlossen. Leider wieder nicht das Ziel erreicht, aber unsere Aufgabe ist gelöst. Gut. Dann fehlt uns jetzt nur noch das letzte Ding. Die letzte Mission. Das ist diese hier. Warte, was willst du jetzt von mir? Achso. Sie scheinen sich für meinen Boss zu interessieren, Mr. Fry. Oh, Interesse ist untertrieben. Aber Sie reichen fürs Erste. Wie Sie meinen? Aha, und der will jetzt abhauen, halt. Wir. Aber wir müssen jetzt mit den Jungs da ein bisschen fighten. An meine Seite. So, Whitechapel erobern. Unsere letzte Aufgabe, die es heißt. Ich kletter mal wieder über das Dach. Die ist mir auch egal. So, letzte Aufgabe heißt die Suche nach dem Straßenjungen. Soweit ich das richtig verstanden habe. Also, oh, schreck mich doch nicht so. So, dann machen wir heute noch. Dann haben wir es auch geschafft. Moin, ich möchte dich noch spielen. Und dann sind wir durch. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon, Ellie. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen.
Etwas, das Sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Ernsthaft? Gut. Dann sollen wir jetzt das Lagerhaus erreichen, unsere nächste Aufgabe. Dann machen wir das doch. Das ist hier. Okay. Ich komm dir gleich darüber, du Penner. Lass mich in Ruhe. In diesem Gebiet gibt es eine Alarmglocke. Verdammte Plagen, sie sind billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. Ach so, jetzt verstehe ich gerade, was der meinte. Das ist das komische Ziel dort. Warte mal, was ist denn das? Wenn ich jetzt mal ausschalten kann. Mitarbeiter töten, die Kinder befreien, keine Alarm auslösen. Aber wo ist da die komische Glocke? Weg. Ich versuche es gerade ein bisschen sneaky zu machen. Wo die denn? Ach, hier ist so eine Alarmglocke. Okay. Sabotieren wir die. Nehmen wir die mal raus. So, identifizieren wir den jungen Mann näher mal. Dort ist der Anführer. Anführer sind wichtige Figuren in jedem Plan und sind stärker als andere Gegner. Wenn sie mit einem Schleichkill getötet werden, bekommen Gegner näher Angst und fliehen aus dem Gebiet. Der Anführer des Gebiets mit einem Schleichkill zu töten, um Gegner der Angst zu versetzen. Okay, das ist unser Ziel. Kann ich hier oben nicht durch? Nee, kann ich nicht. Arbeitet weiter! Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll! Erledigt. Zaun gekettet. Weniger plappern und mehr arbeiten. Ja, mein Besucher. Einer muss sich um ihn kümmern. Scheiße. Ich kann ihn jetzt treffen. Keine Zurückhaltung. Ich krieg dich. Ich schieße jetzt. So. Der ist so gut wie tot. Ich reiß dir die Eingeweide raus.
Boah, Alter, geht dem auf den Sack gerade. Jetzt hab ich dich. So, weg mit dir. Okay, die habe ich ja schon erledigt. So. So, ich guck mal gerade, ob ich mich hier ein bisschen orientieren kann. Gut, da hinten sind noch Kinder. Oder wo sind die überhaupt? Sind die hier drunter? Nee, ne? Da. Wahrscheinlich hier drunter, oder? Ich bin ja bei dir. Danke, Mister. Also, weg mit euch. Die anderen sind da oben. Okay. So, haben wir dann den Typen auch tot? Ich glaube, wir haben sie alle dann, ne? Ich hole den Typen kurz noch schnell. Ich glaube, wir haben auch alle Feinde weg. Ich will nur helfen. So, dann haben wir es. Der Alarm ist, dürfen wir auch nicht ausgelöst haben. Weil es ist keine Alarmglocke losgegangen. Die habe ich auch noch relativ zeitnah reportiert. Hm? Kinderbefreiung abgeschlossen. Ja, und das war nur das. Das war jetzt nicht schwer, die Mission, muss ich sagen. Ich dachte, es wären mehrere Lagerhäuser gewesen, aber schon mal nicht. Und damit haben wir Whitechapel abgeschlossen. Also erobert. Waffenkrieg verfügbar. Und das ist das Letzte, was wir noch machen müssen. Den müssen wir noch holen, den Typen. Schöner Tag, um etwas Blut zu vergießen, nicht wahr? So, verfügbare Fähigkeiten haben wir noch. Die ich jetzt ein bisschen. Die ich jetzt noch holen machen. Noch kurz aktivieren muss. Ich mach die machen wir noch fertig auf jeden Fall. Ah, nee. Warte mal. So, weg damit, Beute Takedown. So. Den hole ich mir den Weg noch. Okay, damit kann er nicht. Er kann nicht irgendwie angreifen. Kann er nur warten. Aber den müssen wir noch holen, den Dicken da. Das große Ziel. Okay, den Typen müssen wir noch konfrontieren. Also. Doch, das will man noch.
Dann haben wir es auch durch. Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kaelog lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Okay. So, Tutorial aufrüsten. Wenn Sie Ihre Waffenlevel erreichen, können Sie bessere Waffen, Motoren und besseres Zubehör ausrüsten. Drücken Sie auf, um in Ihr Inventar zu gelangen, um bessere Ausrüstungsgegenstände zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsstücke verbessern, um Ihre Statuswerte zu verbessern und alles, was Ihnen rausholen. Okay. Wir haben 7000 irgendwas. Warte mal. Momentan haben wir ja. Was haben wir momentan eigentlich ausgerüstet? Gerade so ein bisschen. Farben, Motoren. Gürtel. Okay. So, ich versuche jetzt mal ein bisschen was Tödlichkeit. Ich glaube, das hier nehme ich rein. So, den Stockdolch haben wir verbessert. Und ausrüsten. Eisenhandschellen halten. Wir können ja auch gar nicht ausrüsten. Nee, ist doch scheiße. Ja, was haben wir denn noch? Okay. Kaufen und ausrüsten. Dann, wenn wir Level 3 haben, haben wir nämlich die nächsten Möglichkeiten schon etwas weiterzumachen. Gut. Egal. Passt soweit. Mr. Rexford Kaelog akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Hm. Alles klar. Und da nimmt man jetzt gegenüber, oder was? Kein Kaelog. Hm. Auch egal. Greift an! Ah, jetzt sollen die Leute da abmuchsen. Kommt er jetzt oder was? Da ist er schon. Machst du nicht. Scheiße. Naja gut, ich hätte jetzt vorher alle erledigen müssen, bevor ich an den Boss gehe, klar. So.
Da müssen wir halt nochmal ran. Na komm, Digga. Und jetzt. Rexford Kellogg töten. Ach, gib mir doch nicht auf den Sack. Jetzt hab ich dich. Gut, dass ich die Dings hatte, die. Gut, dass ich die Kugel noch hatte. Ist wohl kaputt. Naja, da werden wir jetzt aber einen Zug. Das ist doch auch was. Na, so schwer war der Junge nicht. Aber dann haben wir die Aufgabe erledigt und Whitechapel gehört uns. So, dann dauert das wieder einen kleinen Moment, bis der hier fertig ist mit dem Laden. Kellogg ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Blighters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen! Wir begrüßen jeden, der sich gegen Starrick und seine Handlanger erhebt! Nice. Wir haben seine Anhänger, glaube ich, jetzt ein bisschen auf der Wehr für uns. Willkommen bei den Rocks. Wir haben es geschafft, Leute. Also schwer war der jetzt auch nicht, der Gegner. Also er hat jetzt, glaube ich, 6 Kugeln abgekriegt und dann war der tot oder so. Oh, ihr Bastarde. Ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckskerl zu fahren. Kellogg? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei? Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Nö. Dann arbeite doch für uns. Da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welch großartige Idee. Ja, es ist wirklich erstaunlich gut gelaufen. Schön. Dann verfolgen wir die Spur von... Das ist die große Frage. Das ist wichtig. Ich werde nichts machen, bis das repariert ist. Vielleicht kenne ich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann. Das dachte ich mir, Greeny. So. Gut. Dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Syndicate. Und ja, dann geht's weiter mit der
im nächsten Teil. Und dann müssen wir hier mit der jungen Dame quatschen. Und dann schauen wir mal, was uns hier so weiter bleibt. Ne, bis dahin. Tschüss.